Es geschah am Montag im Berufsverkehr. Zwei Züge der Wiener S-Bahn stießen frontal zusammen. Dutzende Menschen wurden in den beiden vollbesetzten Zügen verletzt, fünf von ihnen schwer. Der Unfall passierte am Morgen im Stadtteil Penzing, im Westen der österreichischen Hauptstadt. Die beiden Züge fuhren auf demselben Gleis, wie eine Sprecherin der Staatsbahn Österreichs sagte. Um 8.45 Uhr sind zwei S-Bahn-Züge zwischen Penzing und Hütteldorf zusammengestoßen. Aus jetziger Sicht kann man sagen, dass es eine technische Störung einer Weiche gegeben hat, die den manuellen Betrieb übergegangen ist. Ein Zug hat eine Fahrerlaubnis bekommen, obwohl er diese nicht bekommen hätte dürfen. Die Einsatzkräfte waren aber sofort vor Ort, Rettung, Polizei, Feuerwehr und die Fahrgastbetreuung war natürlich an oberster Stelle. Die Räumung des Unfallortes und die Rettung der Passagiere dauerten rund 2 Stunden. Auch ein Lokführer war unter den Schwerverletzten. Die staatliche Eisenbahngesellschaft ÖBB erklärte, man werde die genauen Umstände des Unfalles exakt untersuchen.